Jetzt ist es Mittwoch, der 6. März um 5 nach 2. Für diese Geräusche vom Trinken und werde ich mich lieben. Das verzeih dir das Sonny Honk Ding. Weißt du, ich gehe hier einmal runter zum Brasslantern. Wenn da Ocken sind, dann sind überall Ocken. Bitte lass es so sein. Nein, die Brasslantern ist nicht besetzt, weil Herr Stahl mal wieder Spätschicht macht. Unfreundlicher Doktor, Todeskandidat. Ist der, da ist er. Sie sind doch alleine hierher. Ja. Nicht. Aha, super. Okay, also, es ist so, wir können was verkaufen. Digga Schwede. So, erstmal das weg. Das weg, das weg. Also das Nationalarchiv hat noch ordentlich Kram drin. Ob ich das allerdings alles jetzt... Burn. Also, bitte nicht Sachen verkaufen, die nicht verkauft werden sollen. Alter, diese ganzen Bücher, guckt ihr das mal an. Ja, ich werde mal die A-Taste verwenden. Das ist effizienter. 43 kleine ruinierte Bücher, 17 kleine verbrannte Bücher. Digga Schwede. 27 kleine versenkte Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. 7 Nuka-Colas. Na super. Der wird gleich überfordert sein. Na, Kakerlaken bleiben. Halt! Das eben gerade nicht. Habe ich die Cherry Bomb verkauft? Ne, die hat wahrscheinlich sowieso Forks. Sei doch mal vorsichtig, Vogel, sagte er zu sich selbst. Sensormodul bleibt. Alter Honken, das Rülps am Start. Aber wie, sage ich dir. Ach, die Eier des Teufels sind auch wieder dabei. Ich glaube, es gab von den einstürzenden Neubauten, fertig? Übrigens geile Band, ja. Gab es mal das Stück Die Eier Satans oder so. Oder was? Wer war das nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Was wollten Sie sagen? Hör mal auf. Ausrüstung aber tauschen. Gerne doch. Ich gebe dir mal, weil ich das gerade gesehen habe, das Red Cup Kapalakenfleisch. Nee, er kann nicht mehr tragen. Dann gibst du mir das, dann gebe ich dir dafür das Red Kakerlakenfleisch. Du gibst mir mal, was ich brauche. Können wir gleich noch weitergeben, vielleicht? So, Cherry Bomb behält er. Nudeln im Negligé. So, Red Kakerlakenfleisch. Ich muss gleich mal gucken. Dann kann man vielleicht die Queste doch noch, also die Aufgaben. Ich finde das immer unpassend zu sagen Queste in so einem Spiel, weil das doch eher so eine so Dungeons and Dragons Geschichte ist, halt Queste. Verstehst du, was ich meine? Ja. Beenden. Wow,
Und mein Inventar ist bis an die Schwelle voll. Meine Güte. Ja, verpiss dich. Ja? Gleich knallt's, ey, Digga. Dein Leben dauert höchstens noch 2 Stunden Realzeit. Ach, weißt du, komm, hör jetzt auf. Das hat so keinen Sinn. Vorsichtig, der hat nicht unendlich viel Kohle, der Vogel. Buttermesser. So. Ja, und so langsam gehen ihm die Ocken aus. Halt, nicht nur langsam. Okay. Ich gebe ihm erstmal dieses Junk Loot hier. Ja. Das läuft. Ja, gut. Oh, guck mal, wir haben 270.000 Ocken. Geil. Damit kann ich leben. So, Stimpaks mal gucken. Wie viele Stimpaks haben wir am Start? 8.367. Also die 10.000 werden wir heute nicht schaffen. Also sind sie fertig? Nicht so fertig wie nicht du. Du bist fertig. Deine Lebenszeit geht exakt noch. Ja, also jetzt sind es noch 1:50 höchstens, die er überlebt. Wo ja? ist denn Herr Stahl? Herr Stahl? Nee, das ist Andi. Andi Backen. Warte. Tja, ich bin noch mit der Kasse beschäftigt. Ich hatte nur ein paar Fragen. Stärke. Sehe ich aus wie jemand, den man so einfach los wird? Ja? Okay, harter Junge. Was geht Ihnen durch den Kopf? Ja. Tschüss. Das ist der ehemalige Drogenabhängige, den man einfach nur zu sagen brauchte. Alter, Nogen mit Bösem, okay? Und dann hat er gesagt, ja, ich höre sofort auf, mir die Birne wegzubraten. Weil ich bin ein guter Junge. Da vorne läuft sie wieder. Oh, wussten Sie so, dann zeig doch mal. Du kannst mal gut reparieren. Das. Tschüss, das. Na klar. Alter, cool. Das klappt also alles noch. Und jetzt bekommst du Junk Loot. Bams. Instagram Püree. So. Alter, was Loot. Negligé und Nudeln, das passt so gut zusammen. Die Nudel im Negligé. Pümpel, pümpel, pümpel. Gerümpel. Ja, jede Menge Gerümpel hier. Aber ich krieg das Gerümpel verkauft, wie ich gerade sehe. Das Sensormodul sollte ich nicht verkaufen. So. Vorkriegshut, Vorkriegsmütze. Das ist keine Mütze, das ist ein Hut. Bombs des Sykir müssen wir nicht mehr aufheben. Ja. Okay, wir haben das Junk Loot verkauft. Und jetzt können wir wieder 260, ob ich das abgemessen kriege. Komm. Ich dachte, wir wären Freunde. Energiemodul der Aliens. Kann ich da 4 abmessen?
Ja, sieht so aus. Gut. Hab ihr wieder was geschenkt, aber das ist in Ordnung. Gute Jagd. Ja, nach Ocken. So, jetzt noch mal gucken. Ich muss mal schauen, was brauchen wir eigentlich für diese Aufgabe? Rudolf de Bergerac. 3 Cherry Bombs. Red Roach Meat haben wir, Teddybär haben wir, aber keine Cherry Bombs. Also wir haben eine Cherry Bomb, aber das reicht bei weitem nicht. Ich guck noch mal, ob sie eine im Angebot hat. Machen Sie sich nichts aus dem Rauch. Was da? Cherry Bomb, nein. Also wenn ich mich recht erinnere, ich hab geguckt, während ich das Material bearbeitet habe, hab in die Inventare... Irgendjemand hat geschrien, nein. Wozu der erneute Besuch in Megaton? Alter, hier gehen ja irgendwie gruselige Dinge gerade ab. Also irgendjemand hat sich wohl zu Tode gestürzt. Nicht schießen. Nein, ich schieße die ganze Zeit auch nicht. So. Okay. Digga. Puh. 287. Nee, das sind zu wenig. Ich weiß das. Nicht ihm 531 gebe. Nein, dann geht man wieder zurück. Dann machen wir das so. 290 so in der Richtung rum. Geht das? 208. Nein, nicht doch. Ach komm, gehen wir erstmal so. Ach so, kriege ich eins rausgelöst? Ja, in der Tat. Hui. Gut, schau dir das an. Über 270.000 Ocken. Bis bald, Schnapsdross. Bis. Ich bin ein Schnapsdross. Ich bin eine Schnapsdross, ja, genau. Ein Schnapsdross. Nein, ich rauche nichts. Rauchen Sie was? Das ist lange her, dass wir mit der geredet haben. Sag mal, wie ging das denn hier weiter? Ich bin gerade hier so ein bisschen... Weißt du? Nein! Bin hier gerade so ein bisschen verirrt. Hallo. Ja, nochmal gucken, ob hier draußen eine Karawane steht. Jetzt dürften auch die ganzen anderen Händler, die bisher leer waren, dürften jetzt wieder voll sein. Wen haben wir hier? Sieht aus wie Crow. Crow? Hallo. Hallo. Möchten Sie einen neuen Mantel? Nee, ich will keinen Mantel aus Metall. Ich will was kaufen. Wenn Kleider wirklich Leute machen, kann ihnen auf jeden Fall geholfen werden. Hör auf mich zu dissen, sonst gibt's Haue. So. 1100, okay. Ich versuch's mal damit. Ja, das ist doch schon mal Anfang. Guck mal. Oh, unter 10.000 jetzt hier. Nein, ich glaube nicht dran, dass wir heute den ganzen Quatsch verkaufen können. 96 bitte. Ja, och, das passt so. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Genau. So, dann... Mache ich mal einen Schnellspeicherstand, ehe hier irgendwas kaputt geht. Und wir begeben uns mal knallehart, runter zum nach Rivet City.
Bring Rudolph a teddy bear, some red road schmied and yeah, fuck it. So. Ich frage mich immer noch, was das da oben für komische Tonnen sind. Ja, durch die Wand gegangen. Das ist natürlich gut. Ja, sehr schön. Ja. Alter, Fox! What does the fox say? Ring, ding, 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 ding. Da ist die Legende. Die Legende. Wenn Sie was wollen, dann sagen Sie. Ja, ja, alles gut. Ich möchte Kriegsgerät kaufen. Ah, wie wundervoll. Und jetzt bitte zum Abschluss noch einmal der Legendenspruch. Alle wissen hoffentlich welcher. So, 749, also so um die 750. Sagen wir 760, gucken wir mal. Ja. Du bist zwar eine Legende, aber du bist ein falscher 50er. So. Ja, die 72 wären eigentlich schon, oder 71, das wäre eigentlich schon. Ja, super, ne? Zwei Elektronenladeteile. Kriegen wir das? Ja. Bams. Gut, dann noch ein Elektronenladeteil. Repair das Teil. Ja, nee, will er nicht. Gut, dann. Ah, Digga. Zwei, okay. Ein weiterer zufriedener Kunde. Kommen Sie bald wieder. Du hättest ruhig mal den Legendenspruch bringen können, Digga. Willkommen im Potomac Atoll. Ich glaube. So, ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Ihnen. So, dann wollen wir mal. Ja, Stimpaks her. Und er macht faire Preise, muss ich dran denken. Ich guck mal hier. Ach komm, nimm. Ein weiterer zufriedener Kunde. Genau. Sie dafür vom Schiff werfen, aber der Boss sagt, Rivet City muss vergeben und vergessen. Du kriegst aber gleich einen Schuss in den Kopf. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Sind Sie auf der Suche nach einem Quick Fix? Ich sag mal, das habe ich geschafft. So, dann gib mal die Stimpaks her. So, dann. Ja, es sind ein paar weniger Orken, ne? 340 so in der Richtung. Ihr seid doch alles Betrüger. Okay. Ob ich zwei darunter kriege, so abgemessen. Drei sind auch in Ordnung. Danke. Sauber. Bitte. Sie das ist nicht umsonst. Popürchen. Du bist nicht nett. Ja, ich wusste ja, dass. Hier du ist unsere Speisekarte. Warte mal, nee, du siehst nirgendwo, ne? Nirgendwo gibt es diese Cherry Bombs. Oh, ist das wenig. 313, würde sagen 320. Ja, schau. So, Elektronenladeteile. Sagen wir 25 Stück so in der Richtung. Und 23. Ist ja super. Den einen Ocken lasse ich ihm jetzt. Ein weiterer zufriedener Kunde. Jo, ciao.
hätte gern zwei Karotten und etwas Wasser. Einer der neuen Einwanderer. Ich hätte gern zwei Karotten und etwas Wasser. Ja, davon habe ich gehört. Teilen Sie sämtliche Aufmerksamkeit auf den anderen Sklaven. Alter. War hier unten nicht auch noch ein Händler irgendwie öfter mal hier vorne? Oder die Karawanen halten ja hier auch ab und zu mal an, wenn ich mich recht erinnere. Ich guck einfach mal. Ich will jetzt wirklich jede Möglichkeit nutzen, das hier hinzubekommen. Da ist der Junge, der seine Familie sucht und ich kann ihm leider nicht helfen. Eigentlich sollte ich sie dafür vom Schiff werfen, aber der Boss sagt... Crow, möchten Sie einen neuen Mantel? Du hast mir ja gerade was verkauft. Sehen Sie sich um. Vielleicht gefällt Ihnen ja etwas. Alter, der ist ja... Siehst du, das ist nicht voraussehbar, wie oft die ihre Ocken kriegen. Alter Schwede, 1115. Erstmal 1116. Daran kann man wieder sehen, wie unfair der ist. Wir werden... ich wollte gerade was sagen, das ist falsch. Okay. 100. Das dürfte gehen. Weil ein Ocken bleibt über. Das geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst... Rivet City muss vergeben und vergessen. Du kriegst gleich was an den Kopf. Digga, du kriegst gleich was an den Kopf. So. Jetzt müsste eigentlich aber auch das Geschichtsmuseum wieder dran sein. So. Ist euch eigentlich aufgefallen, in einer der Folgen letztens hatten wir in Big Town einen Typen, der sah total aus wie Rezo. Also die alle Rezo-Pal-Platte, die ich nicht abkann. Nee, ich kann ihn nicht leiden. Es gibt nur noch einen YouTuber, den ich noch weniger ausstehen kann. Und das ist Dekadent. Hallo, Sie da. Was gibt's neu? Hallo, Sie da. Ich hab genau das. Ja, zeig. Oh, geil. Super. Warte mal. Sie hat auch keinen Cherry Bomb. Das hätte mich gewundert. Ja, wie komme ich darauf, dass eine Waffenhändlerin Cherry Bombs hat? Ja, weil Waffenhändler auch Stimpaks haben. Ja. So. Ich schau dir das an. Das ist echt so cool. 750 so in der Richtung dürften es bringen. Also. Alter. So, noch 61. Kriegen wir das? Versuch's mal so. Ja. Hast es zwar nicht geben verdient. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie... Und so. Schon wieder zwei Folgen. Hey, Sie. Und wisst ihr was? Ich mache mal eine Pause hier, weil da pressiert was. Und dann sehen wir uns noch mal. Warte mal. Wir haben eine Stunde 20. Okay. Wir sehen uns dann nochmal für höchstens eine Stunde 40 oder so. Was war denn so los hier? Ja, Ruhe. Ich halte die Fäden in der Hand. Oh nein. Wie geht's denn so? Ich sage, ciao mit Baby Dr. Ja. Barrows. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich mich geräuspert habe und entspannt bin. Bis dann. Ciao.